Den Charity Video Award haben wir ins Leben gerufen, um im Zusammenspiel mit völlig neuen Zielgruppen, mit jungen Menschen, die ganz anders kommunizieren, Parkinson einer Öffentlichkeit zu geben, die man mit klassischen Mitteln nicht erreichen könnte. Dass uns bereits im zweiten Jahr so viele Prominente aus Wirtschaft, Politik und Film unterstützen, das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Gerade bei Muhammad Ali, wenn man das so sieht, ja, so ein Kerl, der sein Leben lang nur von seinem Körper gelebt hat und der funktioniert auf einmal nicht mehr. Also es ist schon furchtbar. Zitternd irgendwo zu sitzen, zu merken, dass einem die Tasse aus der Hand fällt, zu merken, dass Bewegungsabläufe nicht mehr da sind. Das sind natürlich gravierende Symptome und auch Störungen des Alltagslebens und überhaupt der persönlichen Integrität. Insofern war es schwierig, weil man ja schnell auch irgendwie Gefahr läuft, die Sache irgendwie vorzuführen, was wir natürlich nicht wollten. Es kam so hier die Möglichkeit, ein Video zu machen für die Charity Award für die Parkinson. Dann, ich wollte verbinden die Krankheit auch mit den jungen Menschen. Das ist ja eine schöne Chance, um da auch seine persönliche künstlerische Identität zu finden als junger Filmer und auch darzustellen. Von dem Film her fand ich es gut. Hatte ich nicht erwartet. Das ist ja auch viel Arbeit, so einen Film zu machen. Den macht man ja nicht mal eben. Also man hat ja ein hohes Maß an Drama bei dem Thema von Haus aus mit drin und kann eben sehr emotional arbeiten, kann auch sehr radikal arbeiten und also sind eine Menge Ingredienzien für großes Kino gegeben bei dem Thema. Und zwar ganz, ganz wichtig bei der ganzen Sache, dass es nicht darum gehen soll, Parkinson-Patienten und der Rest der Menschheit, sondern dass wir einfach alle Menschen sind. Und deswegen ist in der Mitte des Clips auch der Satz, wo steht, wir stecken mittendrin. Wir haben uns halt viel Mühe gegeben, dass wir den Personen, weil wir halt selber nicht drinstecken, wir sind ja beide noch relativ jung, wir haben beide damit jetzt nicht direkt zu kämpfen, wir haben niemanden in unserem direkten Umfeld, dass wir trotzdem was schaffen können, was diesen Menschen nahe kommt. Für mich war ganz wichtig, nicht nur die Patienten zu porträtieren, auch die Familie, weil die Familie ist auch betroffen von der Krankheit. Ich bin ganz begeistert von dem, was man gesehen hat. Ich glaube, die Idee der Veranstalter ist aufgegangen, dass man Betroffene und junge Menschen, die über die Betroffenen einen Film drehen, über die Krankheit der Betroffenen einen Film drehen, zusammenbringt und damit tatsächlich eine Botschaft verbindet. Ich fand es erst ein bisschen strange, weil ich gedacht habe, okay, Charity, 9000 Euro könnte man ja auch in die Charity stecken. Warum uns Filmemachern das Geld geben? Und ich habe jetzt aber über diesen Prozess erfahren, dass es eigentlich cool ist, weil so ein Austausch doch stattfindet, ja, und auf uns übertragen wird. Ja, wir, die uns vorher überhaupt nicht mit dem Thema befasst haben, damit reingezogen werden und dann doch wirklich was entsteht. Und ich glaube, dafür ist es cool.